Wie Filme unsere Kinder ruinieren. Ich liebe euch alle, egal ob ihr schwarz oder weiß seid, ich spiel keine Rolle. Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zu einer weiteren Reaction auf Leon Lovelock Highlights. Liebe geht raus an die ganze Community. Ich hoffe, bei euch zu Hause ist alles gut. Ihr seht's oben in der Ecke, werden Herzen reingeschickt. Der einzig wahre Love-Stream rollt wieder durch Twitch. Kommt gerne mal mit vorbei. Natürlich unten noch in der Beschreibung verlinkt. Ich liebe euch, Freunde. Und zwar gehen wir in ein Video rein. Das erste Mal, glaube ich, dass wir auf ein Gollern reagieren. Na? Die Jutzte. Und zwar, hat sie ein Video gemacht, welches heißt, wie Filme unsere Kinder ruinieren. Und ja, ich habe gedacht, wir gucken uns das an. Natürlich, Kinder sehr, sehr wichtig und die werden gerade sehr viel manipuliert, sehr viel indoktriniert, sehr viel programmiert und deswegen ziehen wir uns das mal rein, was die da so zusammengefasst hat. Und ja, ich habe sie auch schon mal persönlich kennengelernt, damals, wo ich das Interview mit Ketzer der Neuzeit gemacht habe. Scheint mir eine echt sympathische Dame zu sein. Grüße gehen raus an der Stelle und wir gehen rein ins Video. Daumen nach oben da lassen, Kommentärchen schreiben, Kanal abonnieren natürlich, was soll ich euch sagen, Freunde. Du weißt schon ganz genau, wie das läuft. Ab geht der Peter, let's go. Los geht's, wir sind da. Also ich sag euch ehrlich kurz mal vorab schon an meine Community. Ich habe selber gemerkt, jetzt im Alter, mit der Bewusstseinssteigerung und Realisation von wie vielen Dingen man auch beeinflusst und geprägt wurde in der, gerade in der Kindheit und Jugend, dass diese ganze Film- und Musikindustrie einen Rieseneffekt auf mein Denken und mein Handeln hatte so. Und das darf man nicht unterschätzen, weil viele Dinge gehen auch tief ins Unterbewusstsein rein und man handelt auf einmal und macht Dinge, die eigentlich nur aus der Programmierung von Film oder Musik etc. gekommen sind so. Und das muss man halt wissen. Und wenn du das mal gecheckt hast, ist es halt auch wichtig, dass wenn du irgendwann Kinder bekommst, dass du da auch ein Augenmerk drauf hast. Was ziehen die sich rein? Mit was für Menschen umgeben die sich? Wer sind die Lehrer überhaupt, die unsere Kinder unterrichten? Was indoktrinieren die in diese Kinder rein? Das muss man alles bewusst auf dem Schirm haben, weil das alles einen Effekt auf das Leben des Kindes hat. So, das mal vorab. Es werden ganz einfach Kinder manipuliert und sexualisiert. Diese ganzen Bilder, ob jetzt bewusst wahrgenommen oder nicht, werden abgespeichert. Ist so. Und so kann dafür gesorgt werden, dass das Kind extrem sexualisiert wird. Wen kann man leichter und schneller und einfacher manipulieren als Kinder? Der ist das. Genau so ist das. Und wir haben uns das ja auch schon mal, Manipulation der Massen, haben wir uns mal ein Video reingezogen, wie das mit Disney und diese ganzen Kinderfilme, was da eigentlich alles für Botschaften subliminal quasi rübergegeben werden, so, ne? Die man im ersten Blick gar nicht wahrnimmt, so. Aber die da sind. Und diese Menschen, die das in diese Filme und in diese Werbung und in diese ganzen Sachen einbauen und in die Musik auch, die sind sich dessen bewusst, dass Dinge auch, ohne sie bewusst wahrzunehmen, ins Unterbewusstsein eindringen können. Und das nutzen die natürlich auch. Hallo ihr Lieben und ganz herzlich willkommen zu einem neuen starker Song auch eben Video von mir. Heute das Thema, wie die Filmindustrie unsere Kinder ruiniert. Ich habe zwar keine Kinder, ich bin auch kein Kind mehr, aber ich fand den Titel einfach passend. Dafür stehe ich mit meinem Namen. Jetzt die Frage, warum mache ich dieses Video? Mir ist in der letzten Zeit mal wieder verstärkt aufgefallen, wie unfassbar schlecht doch einige Filme sind, die in die Kinos kommen. I'm freaking out, jetzt mal ehrlich, ich raste aus. Und Was? War das Deadlift die so, Sticky? Wie sieht er denn aus, schlecht, Digga? Doch einige Filme sind, die in die Kinos kommen. I'm freaking. Bro, was hast du gemacht, Alter? Was? Der Deadlift? Sorry, Bro. Oh, shit. He's freaking out, Bro. Oh. Sorry. Haut jetzt mal ehrlich, ich raste aus. Und ein größeres Ereignis war natürlich erstmal der Barbie-Film, den ich zusammen mit meiner Familie gesehen habe, weil ich es halt auch meiner kleinen Schwester versprochen habe und man muss seine Versprechen halten. Größere Persönlichkeiten machen das auch. Also der Film war echt, um es harmlos auszudrücken, richtig scheiße. Aber darauf gehen wir später genauer ein. Ich möchte mich nämlich heute mit unterschiedlichen Punkten beschäftigen. Habe ich schon gehört. Muss ich mir auch mal reinziehen, den Film.
Weißt du, das Gute ist, wenn du irgendwann der Programmierung mehr entkommst, so kannst du dir den Matrix-Scheiß reinziehen, aber du bist in Bewusstsein quasi und du nimmst die Dinge wahr und siehst die Sachen, die darüber gegeben werden, aus einer anderen Perspektive, als wenn du den Film Matrix-minded guckst quasi, so weißt du? Und Leute, die auf einem guten Level unterwegs sind, was das Bewusstsein angeht, die lassen sich auch, also das habe ich mal bei Andrew gesehen, Digga, der hat das mal gut auf den Punkt gebracht, so, dass man sich manchmal auch programmieren lassen sollte, um zu sehen, was das mit einem macht und dann wieder der Programmierung zu entkommen und das End zu programmieren, um dann auch zu verstehen, wie die Menschen eigentlich gerade funktionieren, so. Also bewusst mal auf eine Programmierung einlassen und die dann wieder loswerden, ist auch eine Taktik, die dich stärker macht, so. Aber da musst du schon auf einem guten Level sein, weil, ja, nicht, dass du dich dann wieder darin verlierst. Und die Punkte werde ich mal kurz auflisten, denn dieses Video wird mal ausnahmsweise ein bisschen strukturierter. Ein großer negativer Aspekt in gerade Hollywood-Filmen ist natürlich das ganze Satanische und ja, einfach diese negative Energie, die unterbewusst rübergebracht wird durch solche Filme. Da möchte ich gar nicht so genau drauf eingehen. Bist eine kleine Verschwörungstheoretikerin, wa? Da bist du eine kleine Verschwörungstheoretikerin. Sonst wird das Video hier wieder gesperrt, aber was ich euch zeigen will, sind die verschiedenen Symboliken, die in Disney-Filmen zum Vorschein gebracht werden. Krass, feier ich. Das ist jetzt auch nichts Neues, aber es muss einfach mit rein, weil es immer noch top aktuell ist und weil es einfach wichtig ist. Und dann versteht ihr auch, was ich danach erklären und sagen möchte. Zudem schauen wir uns genauer an, warum die FSK-Regelungen geändert wurden und auch die Kriterien für eine Oscar-Nominierung, denn das ist auch nochmal ein ganz spannender Teil. Ja, davon habe ich schon gehört. Stark, bin ich gespannt jetzt. Außerdem möchte ich anhand von zwei Filmbeispielen zeigen, was genau das Problem ist und was genau schief läuft und auch darauf eingehen, ob die KI eventuell uns, oder eher gesagt mich, als Schauspielerin ersetzen kann. Antwort ist ja, also wollen wir es dann lassen mit der Ausbildung? Soll ich es abbrechen oder? Nope. Aber machst du eine Schauspielausbildung? Bevor ich aber weitermache, möchte ich euch Folgendes zeigen, denn bei mir im Hintergrund befindet sich viel Erfolg. I'm freaking out, jetzt mal ehrlich. Auf den ich wirklich sehr stolz bin. Und ich küsse dein Merch-Herz. Wann geht's los hier? Ich freue mich. Fangen wir aber ganz vorne an. Die versteckten Symbole in Disney-Filmen. Ich war nie ein Riesenfan. Klar, so Mickey Mouse und so. Ich meine, Spitzname ist ja auch Mickey. Jetzt wisst ihr's. Mickey Mouse! Habe ich schon gerne geguckt, aber ich war jetzt nie so dieser Hardcore-Disney-Fan, der sich jetzt immer noch mit 22 Ariel angucken. Kommt zum Thema, Mädchen. Die dunkelhäutige Ariel, natürlich. Ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, dass ich damals so eine Doku gesehen habe, wo dann gezeigt wurde, welche versteckten Botschaften in Disney-Filmen gezeigt werden. Und da war ich... Aha, da sind wir doch. ...so geschockt und das ist mir bis heute im Kopf geblieben. Und deswegen möchte ich nochmal genauer darauf eingehen, denn es gibt einfach einige Filme, in denen diese versteckten Botschaften und Symbole gezeigt werden. Und viele denken dann so, ja, okay, das ist vielleicht aus Versehen passiert. Und ich kann euch sagen, nein, gar nichts passiert rein zufällig oder aus Versehen. Egal, was gemacht wird von der Regierung aus oder in Filmen oder welche Werbung man benutzt. Also nichts ist willkürlich. Das wollte ich nur einfach mal vor. Oh, das ist Schwurbeln auf ganz hohem Niveau hier. Sagen, man kann sich mal ein bisschen genauer mit Disney auseinandersetzen. Und wenn man sich dann ein bisschen damit beschäftigt und mal auf anderen Seiten vorbeischaut, dann wird es irgendwann richtig ekelhaft. Ich sehe das übrigens genauso. Habe ich auch keinen Bock, dass schon wieder ein Video von mir gelöscht wird. Ne? Deswegen, falls Interesse da ist, recherchiert. Man sieht ganz oft, dass das männliche Geschlechtsteil... Mies recherchieren. Wir sind da. ...präsentiert wird. Hier sehen wir zum Beispiel den Schatten von... The fuck? Das ist Peter Pan, ja, ne? Oder auch von Donald Duck. Eine kleine... Ah, wie soll ich das sagen? Ne? Das Schloss im Hintergrund sieht erstmal aus wie ein Schloss. Aber wenn man genauer hinguckt, dann sieht man... Überall die ganzen Schwänze. Warum? Zufall. Ja, das ist zufällig. Sieht nur so, also weißt du, wie ich meine? Also wenn du da vermutest, dass vielleicht unterbewusst Kinder sexualisiert werden sollen von Disney, dann bist du aber ein mieser Verschwörungstheoretiker und musst gecancelt werden und kein Mensch darf dir jemals wieder zuhören. So. Ah. Auch ein sehr präsentes Beispiel ist die Millisekunde in dem Film von Bernhard und Bianca, wo die da irgendwie mit so einem, was ist das, in so einer Dose rumfliegen, fahren, was auch immer. Und im Hintergrund sieht man ein Gebäude mit Lichtern, also einfach ein Haus, wo Lichter brennen. Krass, okay. Wenn man das in einer, ich glaube, in vierfacher Geschwindigkeit abspielt, dann sieht man, dass in einem Fenster eine nackte Frau steht. Oh shit, das ist jetzt miese Recherche hier. Den kenne ich noch nicht vom... Menschen checken halt nicht, dass solche Frames
in dein Unterbewusstsein reingehen, das haben wir uns ja schon mal reingezogen. Das Fernsehen ist so konzipiert, dass du, wenn du vor dem Fernsehen sitzt, dass du eine gewisse Frequenz hast, so. Alpha. So. Und diese Alpha-Waves, das ist quasi ein meditativer Zustand, so. Du nimmst die Dinge gar nicht mehr richtig bewusst wahr und die Dinge gehen teilweise direkt in dein Unterbewusstsein rein. Ohne, dass du das überhaupt verstehst, so in dem Moment, weißt du? Und das muss man halt wissen. So, dass solche Sachen, wenn du dir das reingezogen hast, einen Effekt auf dich haben. Als Kind. Und dann später vielleicht viel sexueller unterwegs bist und diese ganzen Sachen, als du eigentlich wärst, weil du die ganze Zeit diese Schwänze und diese nackten Frauen und diese ganze Scheiße ins Gesicht reingedrückt bekommen hast. So. Hört sich hart an, ist aber so. Und dass wir in einer übersexualisierten Gesellschaft leben, das ist auch Fakt. Das kann keiner widersprechen. Da kann keiner widersprechen. So. Und ich sehe das als relativ kritisch, so, weil viele Leute ihre Sexualität gar nicht mehr richtig unter Kontrolle haben. So. Weißt du, wie ich meine? So, die, ja, ich merke das bei mir selber. Ich muss dagegen arbeiten, ganz hart. Damit ich wieder eine normale Balance finde, so. Und damit ich wieder auch mit dem ganzen Thema normal umgehe, so. Dann kommt dieser ganze Pornokonsum dazu. Und jeden Tag und 20 Jahre jeden Tag Pornos gucken. Und das hat alles einen Effekt auf dein Leben, auf deine, vor allen Dingen auf deine, und das ist eine der wichtigsten Sachen meiner Meinung nach, so. Die Beziehung zum anderen Geschlecht. Weil die Beziehung zum anderen Geschlecht sorgt dafür, dass du eine stabile Familie gründest, so. Und auf die richtigen Werte Wert legst, so. Aber wenn du die Beziehung mit dem anderen Geschlecht schon so gefickt hast durch diese ganzen Jahre, dann ist es halt viel schwieriger, die richtige zu finden oder den richtigen zu finden, eine Familie zu gründen und stabil für, bis zum Ende zusammen zu bleiben, Bro. Und das gibt uns Menschen Stabilität. Familie. Und ich höre schon die Kommentare, die sagen, ja, aber das ist bestimmt aus Versehen passiert und da wollte sich bestimmt nur jemand lustig machen und hat das dann aus Spaß reingeschnitten. Aber ich muss euch ehrlich gesagt sagen, es sind aus Spaß reingeschnitten, nee, ist klar. Es gibt so viele Beispiele dafür und das ist jetzt nicht alles Zufall. Pornos sind ein viel größeres Problem, als kommuniziert wird. Sehe ich genauso. Das sehe ich ganz genauso. Das wird so verharmlost und wird gesagt, dass es normal ist, anderen Menschen beim Sex zuzugucken und sich dann darauf selbst zu befriedigen. So. Aber es ist es nicht. Und deswegen sage ich es auch fast in jedem Stream, hört damit auf. Klar kann es sein, dass sich mal irgend so ein Kollege dachte, hey, ich bin jetzt übelst lustig und pack da mal so eine nackte Frau ins Fenster. Aber es ist wirklich sehr erschreckend, wie oft doch auf dieses Sexuelle und auf die Geschlechtsmerkmale hingewiesen wird. Nicht nur jetzt von dem Mann, sondern es werden auch zum Beispiel, sehen wir gleich in dem nächsten Bild, von einer Frau, die fällt dann irgendwie hin und dann sieht man, kann man ihr zwischen die Beine gucken. Warum wird das gemacht? Und da kann man nicht sagen, das ist jetzt irgendwie passiert, denn jemand, der diesen Film kreiert und der wirklich bei einer Animation, Millisekunde für Millisekunde, diese. Der eine Arafat-Cousin ist hier, glaube ich, neu, mehr oder weniger, und sagt, als ob du keine Pornos schaust. Ja, das ist schon fast unvorstellbar, ne? Aber es ist möglich, Bro. Und alle Gs, alle starken Männer, die ich kenne, keiner von denen guckt Pornos. In unserer, also in meiner Welt, die Männer, die ich, mit denen ich mich umgebe, die ich kenne, die gucken keine Pornos. Weil die das schon verstanden haben, weißt du? Die haben es gecheckt. Was das mit deiner Männlichkeit macht, mit deiner Maskulinität macht, mit deiner Beziehung mit Frauen macht, so. Die haben es verstanden und haben es gelassen. Nein, der weiß ganz genau, was passiert und der kann ja auch entscheiden, ob die Frau jetzt ganz normal auf den Boden fällt oder sich erstmal noch so regelt, wenn man ihr in den Schritt gucken kann. Ganz präsentes Beispiel ist natürlich auch noch von Der König der Löwen. Wenn es langsam abspielt, sieht man das Wort S*** geschrieben. Warum? Meiner Meinung nach passiert das alles absichtlich. Es werden ganz einfach Kinder manipuliert und sexualisiert. Wenn ein Kind den Film sieht, passiert das alles unterbewusst. Und diese ganzen Bilder, ob jetzt bewusst wahrgenommen oder nicht, werden abgespeichert. Und so kann dafür gesorgt werden. Der Arafat fragt nochmal gerade eine Frage und ich gehe darauf ein, weil es für mich auch ein persönlich ein wichtiges Thema ist und ich vielleicht dem Arafat den ein oder anderen Gedanken mit auf den Weg geben kann, dass er sein Verhalten, was dieses ganze Thema angeht, verändert. Und zwar sagt er, ja, was machst du, wenn du Druck hast? Klär mich auf. Das Ding ist so, ich habe irgendwann aufgehört, mir Pornos reinzuziehen, weil ich gemerkt habe, das hat keinen guten Effekt auf meine Männlichkeit, auf meine Beziehung mit der Frau und generell auf das Kreieren in der Welt. So. Weil das ist kreierende Energie, die du in Tempo reinhaust, während du anderen Menschen beim Sex zuguckst und dann in den Mülleimer reinschmeißt. So. Und jeder Mann weiß, dass er sich nach dem Selbstbefriedigen immer erstmal ein bisschen schwach fühlt. Selbst auch nach dem Sex, da ist eine gewisse, du lässt los, so, weißt du, wie ich meine? Und dann ist der Drive weniger, dein Testosteronlevel sinkt auch und das hat einen negativen Effekt auf deine Männlichkeit insgesamt, so. Und ich bin jetzt mittlerweile so weit gegangen, dass ich mich selbst nicht mehr selbst befriedige, so, und dass ich diese sexuelle Energy unter
Kontrolle habe so und ich muss das nicht immer loswerden. Aber natürlich habe ich Druck und ich habe auch einen hohen Testosteron-Level. Aber es gibt halt auch das echte Leben so und es gibt auch echte Frauen und man kann auch Beziehungen haben mit Frauen und man kann auch Sex haben, Digga. Und umso weniger du deine Sexualität im Internet befriedigst und dir in irgendeinen Fake-Welten dir dann irgendwas reinziehst und dich dann selbst befriedigst so, umso mehr wirst du im echten Leben wieder stattfinden und echte Frauen haben, Digga. Die gibt's. Die gibt's. Hört sich crazy an, ne? Aber ist so, die gibt's. Die gibt's im echten Leben, Bruder. Und ja, dann kommt eins zum anderen. Kind extrem sexualisiert wird. Und wen kann man leichter und schneller und einfacher manipulieren als Kinder? Dann kann man sich jetzt die Folgefragen stellen, was passiert dann mit so einer Gesellschaft, die so krass sexualisiert ist? Ja. Teilweise auch diese zweideutigen Sätze, die dann gesprochen werden. Is that a rabbit in your pocket? You're just happy to see me. Ah, da dachte ich mir, nee. Mm-mm. Aber gehen wir nun weiter zu Themenpunkt Nummer 2. FSK, die... Oh, Arafat, da hast du jetzt ein Thema aufgemacht, Bro. Da könnte ich dir jetzt auch nochmal eine Stunde einen Vortrag halten, Majutster, weil er sagt gerade, ja, ich habe Sex, aber meine Freundin will nur 2-3 Mal im Monat. Ach du Scheiße! Sind 4 Jahre zusammen. Boah, Digga. Also da müsste man fast ein 1-zu-1-Coaching machen, sage ich dir ehrlich. Das können wir jetzt nicht machen, ich muss das Video gucken. Vielleicht nach dem Video gehen wir darauf ein. Freiwillige Selbstkontrolle der Filmindustrie. Ich sag mal so, wenn Eltern sich nicht dran halten, dann können wir das auch generell lassen, denn es gibt immer mal wieder so ein paar Eltern, die sich denken, Ballerspiel, was eigentlich ab 18 ist, gebe ich jetzt dem Tom, der ist 8. Was soll da passieren? 2 Monate später wundere ich mich dann, warum der Tom so aggressiv ist im Kindergarten. Mhm. Warte mal, da ist man schon in der Schule. Aber natürlich freut sich die Industrie, wenn dann statt FSK 18 FSK 16 steht. Denn dann werden logischerweise mehr Filme oder mehr Spiele verkauft. Und das ist auch der Grund, warum das sehr oft gemacht wird. Andererseits ist es aber auch schon sehr oft passiert, dass wenn irgendwas jetzt ab 12 war oder so, sich viele Eltern beschwert haben und meinen, das war aber nichts für Kinder ab 12 und es wurde dann wieder hochgestuft. Und das ist, glaube ich, auch so eher der Normalfall, dass die Industrie versucht, das runterzusetzen und am Ende kommen Beschwerden und dann wird es doch wieder hochgesetzt. Aber es mussten davor erstmal ein paar Kinder leiden. Aber siehe da, im Jahr 2021 wurde alles an die heutige digitale Medienrealität angepasst. Was soll das im Kern heißen? Da eh so viele Kinder und Jugendliche sowieso nur auf TikTok und keine Ahnung wo rumhängen, können wir die Altersbeschränkung auch einfach ändern. Die sind ja jetzt auch schon an viel gewöhnt, ne? Ist ja gar kein Problem. Da es also keinen festen Kriterienkatalog gibt, nach dem man die Filme beurteilen könnte. Es ist halt so wichtig geworden heutzutage, seine Kinder mit Ethik und Moral großzuziehen von Anfang an, Digga. Und es ist halt immer schwieriger geworden, das zu tun, deine Kinder mit Ethik und Moral großzuziehen, so. Weil die halt von allen Seiten beeinflusst werden, ne? Es gibt so viele Möglichkeiten und Tools, es gibt so viele Sachen, die wir als Kinder zum Beispiel gar nicht hatten. Aber natürlich auch, also wir haben uns mal ein Video auch reingezogen, wie Kinder denn, was die für Emotionen zeigen, wenn die zocken. Wie die durchdrehen, wie die aggressiv sind, wie die... Das hat doch einen direkten Effekt auf dich als Mensch, ist doch klar. Wenn du da rumläufst mit Waffen, Menschen tötest die ganze Zeit und durchdrehst und deine Emotionen hoch und runter gehen und so, das hat direkten Effekt auf dein Leben, auf dein Denken, auf dein Tun, auf dein Handeln so. Es ist einfach Facts. Wir können das nicht einfach abblocken so. Wir sind Lebewesen und Dinge gehen in unser Unterbewusstsein rein und diese ganzen Sachen so verändern unserem Verhalten. Du bist, was du konsumierst auf allen Ebenen, ob es Filme sind, ob es Pornos sind, ob es dein Essen ist, ob es die Freunde sind, mit denen du Talks hast, Digga, alles was du konsumierst in deinem Leben, wirst du in der Summe so. Und das muss man sich halt mal wieder bewusst machen. Hat jeder Prüfer natürlich etwas mehr Spielraum und das ist auch die Ursache dafür, dass im Nachhinein viele Beschwerden kommen und Filme wie Jurassic Park dann im Nachhinein doch etwas alterlich höher eingestuft wurden. Auch der Film Kein Ohrhase, der ursprünglich ab 6 war, ist jetzt ab 12 und das ist natürlich auch ein zu sexueller Film für 6-Jährige. Im Endeffekt kann man also nur sich selbst vertrauen und selber entscheiden, ob man diesen Film seinen Geschwistern oder seinen Kindern zeigt oder eben nicht. Kommen wir zu meinem Lieblingsthema, die Diversität in Hollywood und die Erklärung dafür, warum die Oscar-Kriterien jetzt auch geändert wurden. Die 4 neuen Regeln sollen nämlich für mehr Diversität in Hollywood sorgen. Ich persönlich finde das ja super. Ich bin für Diversität auf jeder Ebene, immer, überall. Was war aber jetzt der Auslöser? Bei sehr vielen Nominierungen wurden bei bester Film
beste Regie, über 90% nur Männer nominiert. Kann man doch einfach machen, Mann. Wie schrecklich. Da müssen wir natürlich was gegen machen. Und was haben wir gegen gemacht? Neue Regeln. Fangen wir an mit Regel Nummer 1. Standard A, Diversität auf der Leinwand. Eine ganz interessante Sache. Und diese Subkategorien müssen für den Standard A erfüllt sein. Haupt- oder wichtigste NebendarstellerInnen stammen aus unterrepräsentierten Rassen oder ethnischen Gruppen. Das wird alles vorgeschrieben. Sonst kannst du nicht für den Oscar nominiert werden. Musst du ja mal reinziehen. Thema oder die Erzählung des Films konzentriert sich auf eine unterrepräsentative Gruppe. Was? Das heißt, wenn wir jetzt einen klassischen deutschen 80er-Jahre-Film in der heutigen Zeit hätten, mit hauptsächlich deutschen Darstellern, darf ich so oft das Wort Deutsch sagen? Ich glaube nicht. Dann würde in der heutigen Zeit, würde er nicht nominiert werden, da er halt nicht in diese Kriterien passt. Da haben wir keine Minderheiten, keine diversen Gruppen oder Menschen aus unterschiedlichen Ländern. Ja, blöd, ne? Kommen wir aber nun zu Standard B, Diversität in der Crew. Zum Beispiel hat man entweder Diversität in einer Führungsposition oder mindestens 6 Crewmitglieder stammen aus unterrepräsentierten Rassen oder ethnischen Gruppen. Wir machen weiter mit Standard C, Zugang zur Filmindustrie. Das finde ich halt voll übertrieben, so, dass das so aufgedrängt wird quasi, weißt du, wie ich meine so? Bro, der den Job krasser macht, soll den Job bekommen, fertig aus. Natürlich weiß ich, dass gewisse Sachen, also wir können jetzt auch über das ganze Thema Rassismus und so, kann man drüber quatschen, kann man aufmachen den Film und dass es dann vielleicht an der einen oder anderen Stelle schwieriger für dich ist so, aber ich tendiere dazu zu sagen, dass ich persönlich für mich und mein Leben habe mir irgendwann gesagt, als ich gemerkt habe, dass ich mit gewissen Problemen zu kämpfen habe in Deutschland, weil ich eine gewisse Hautfarbe habe und so, da habe ich zu mir gesagt, okay, da musst du einfach ein krasserer Typ sein so. Und es wird immer Möglichkeiten geben. Nicht alle sind so. Sei einfach ein guter Mensch, gib Gas, sei eine gute Version von dir selber und du wirst deine Möglichkeiten bekommen. Und es ist dann auch passiert so. Weißt du, wie ich meine? Und deswegen, das ist, glaube ich, die bessere Mentalität, als zu sagen, ich bin ein Opfer und sich in die Opferrolle reinzuverletzen und die ganze Zeit sich zu beschweren und zu sagen, ey, das ist doch scheiße und warum ist das so und alle sind dies und überall Rassismus und so. Ja, Rassismus existiert, ich weiß das und ich bin mir dessen bewusst. Seitdem ich klein bin, wurde ich komisch angeguckt, weil ich eine andere Hautfarbe habe, so. Aber was ist denn die beste Variante für mich persönlich, damit umzugehen? Ja, einfach an mir zu arbeiten und die beste Version von mir selbst zu werden und daran zu glauben, dass ich alles schaffen kann. So. Und es ist so. Standard D, Vielfalt beim Marketing. Die Repräsentation in Entwicklung, Marketing, Werbung und Vertrieb eines Films. Dafür muss das Studio und oder die Filmgesellschaft mehrere leitende Angestellte, die mindestens 2 unterrepräsentierten Gruppen angehören, in ihrer Kreativ- und Entwicklungsmarketing, Werbe- und oder Vertriebsteam haben. I'm freaking out. Jetzt möchte ich aber noch auf 2 Beispiele eingehen, auf 2 bestimmte Filme. Fangen wir an mit Paw Patrol. Dort gab es sehr viel Kritik, da viele Eltern sich beschwert haben, dass Kinder teilweise geweint haben oder auch einfach nicht klar kamen, weil dieser Film... Es ist ja auch mit Mädels genauso, also die Frauenquoten etc. Also es werden ja mittlerweile, selbst wenn der Mann die besseren Stats hat quasi oder die besseren Voraussetzungen bringt für den Job, aber gewisse Firmenpolitik halt da ist, dass eine gewisse Prozentzahl an Frauen auch in dem Unternehmen arbeiten müssen, dass dann halt die Frau eingestellt wird, obwohl der Mann den Job besser machen könnte, so weißt du, und ich, ja, ich weiß nicht, ich finde immer, der den Job am besten macht, sollte eingestellt werden, so, fertig aus. Also, ich finde nicht, dass es gut ist, das zu erzwingen. So schnell animiert worden. Was sagt ihr dazu, Chat? Ich weiß, Arafat, sein Thema ist, entertaint euch gerade mehr als das Video und das, was ich gerade sage, aber ich würde es cool finden, wenn wir erstmal das Video schauen und dann gemeinsam über das Thema reden. Dass es zu viel war für ein Kind. Wenn ich jetzt zurückdenke an die Zeit, wo ich klein war und dann irgendwie sowas geguckt habe wie Winnie Pooh oder sowas, alles wirklich sehr, sehr langsam. Und jetzt sehe ich sowas wie Paw Patrol. Da ist es nun mal kein Wunder, dass auch einfach mal ein bisschen Kritik hagelt. Ich sage bewusst hagelt, denn Hagel tut mehr weh als Regen. Außerdem gab es in dem Film auch eine ständige Bedrohungslage, was natürlich auch dafür sorgen kann, dass Kinder Angst davor haben. Und ständig ein heftiger Plot-Twist. Also einfach zu viel in zu kurzer Zeit. Außerdem ist der Film mit seinen 90 Minuten viel zu lang für jüngere Kinder. Kommen wir nun aber zu Barbie, der Film, der mich in der letzten... Das ist crazy, das ist jetzt interessant hier. ...Zeit am meisten Nerven gekostet hat. Bevor ich jetzt aber meine persönliche Kritik zu dem Film äußere, möchte ich Folgendes sagen. In jeder Werbung, Barbie, 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 alles war pink, 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 egal welche Marke, egal wo du warst in der Stadt,
in einer Shopping Mall. Es war alles pink. So wie dein Pulli. Und auf Barbie aus. Ich meine, Mädels stehen halt auf die Farbe. Also was eine unfassbare Marketing-Faszination, kann man schon fast sagen, alles auf diesen Film auszulegen. Man konnte bei Aldi oder Lidl, ist mir auch egal, pinke Wischer kaufen. Ich will nur damit sagen, dass es wirklich jeden Scheiß in pink gab. Ziemlich sarkastisch, dass ich gerade in einem pinken Pulli sitze. Wollte ich gerade sagen, Mädel. Scheiße. Um das kurz zu fassen, ich kann in einem Satz sagen, dieser Barbie-Film ist nichts für Kinder. In den ersten Sekunden des Barbie-Films wird eine Szene aus einem älteren Film geklaut und falls ihr den Film 2001 Odyssee im Weltraum nicht kennt, schaut ihn euch an, sonst Bildungslücke. Denn bei Odyssee im Weltraum ist es ja auch so, dass dort Affen sind und dann kommt irgendwann dieser schwarze Turm oder dieser schwarze Block. In dem Barbie-Film wurde das dann etwas adaptiert und die Affen waren dann keine Affen, sondern Kinder, die mit Puppen gespielt haben, mit Porzellanpuppen und irgendwann kommt dann anstatt dieses schwarze Ding die Plastik-Barbie und alle Kinder sind so, wow, voll krass und guck dir das an, das ist so eine heftige Indoktrination, ne? Das ist crazy. Crazy. Und schmeißt dann ihre Porzellanpuppen weg. Ich muss sagen, dieses Bild hat mich schon erschrocken, weil das traditionelle Frauenbild wird da in dem Film am Anfang getötet und es wird gesagt, dass die Plastik-Boss-Bitch das ist, was alle Frauen anstreben sollen. Nee, ist klar. Und dann mit 40 miserabel auf der Couch sitzen, 8 Katzen, keine Kinder und keinen Mann haben. Das soll, nein, das wollt ihr nicht. Da wollt ihr nicht hin. Glaubt mir. Kinder, die vorher so liebevoll mit Puppen gespielt haben, schmeißen diese Puppen auf den Boden und die Porzellanpuppen gehen natürlich kaputt und das Gesicht platzt auf. Also es ist schon heftig bildlich dargestellt und ich fand es richtig erschreckend. Abgesehen davon, dass von einem wirklich grandiosen Film. Die Message ist crazy. Diese Filmszene geklaut wurde. Egal, das war so das Erste, was mir schon mal negativ aufgefallen ist. Und dann gibt es immer wieder Szenen, die auf die aktuellen weltlichen Probleme natürlich eingehen und sie auch irgendwo bewerten. In dieser Szene sagt ein Mädchen zu Barbie, dass sie daran schuld sei, dass der Feminismus um 40 Jahre zurückgestuft worden ist, dass wir nicht gut mit unserer Umwelt umgehen und dass Barbie dafür gesorgt hat, dass wir alle materialistisch sind. Das ist auch so, was haben diese ganzen Themen in einem Kinderfilm zu suchen? Gar nichts, gar nichts. Vor allem, ja, die sollen die Kids in eine gewisse Richtung treiben. Als ob irgendwie 6-jährige Kinder wissen, was Feminismus ist. Ich weiß es nicht mal mehr. Außerdem ist das Rollenbild in den Barbie-Filmen auch richtig, richtig krass dargestellt. Erstmal Barbie, die wunderschöne, perfekte Frau, die irgendwie alles kann. Und dann Ken, ein Typ, der unfassbar tollpatschig ist, gar nichts Simp. Hinkriegt, aber auch wirklich gar nichts hinkriegt. Und sein und die Frau anbetet. Einzige Lebensaufgabe ist es, Barbie zu gefallen. Macht alles für sie, um irgendwie zu zeigen, dass er ein toller Mann ist. Was soll dem Kind dann vermittelt werden? Also soll dem Kind jetzt gesagt werden, oh krass, Frauen sind jetzt viel, viel mehr wert als Männer. Gegen die Liebe, gegen die Partnerschaft, für eine alleinstehende, emanzipierte Frau, die alles geschafft hat. Ich möchte nicht spoilern, aber das Ende vom Lied ist, oder eher gesagt, das Ende vom Film ist, dass Barbie alles alleine schaffen kann und gar keinen Mann braucht, um glücklich zu sein. Und mit ach nee. Themen wie Patriarchat, Feminismus und Co. Das Problem ist, die Mädels werden nicht glücklich sein. Die sind nicht glücklich am Ende. Ich kenne diese Frauen. Ich habe viele Gespräche mit Frauen. Die wollen alle einen Mann und Kinder haben. Und haben sich nur auf Independent sein und Karriere und diese ganzen Sachen konzentriert und merken dann, dass die beste Zeit vorbei ist. Und das möchte ich einfach nicht. Das möchte ich nicht für die Mädels, so weißt du? Das ist traurig. Oh, ich finde das sad. Haben Kinder nichts am Hut und es interessiert die auch nicht und es sollte sie auch nicht interessieren. Dieses ganze Thema um Hollywood, Filmindustrie, Disney, alles Mögliche ist wirklich sehr komplex. Ich möchte aber auch nur auf ein paar Punkte eingehen und was mir auch besonders in der letzten Zeit aufgefallen ist, ist das Thema mit der KI. Schauspiel studiert und da voll drin ist und dann auf einmal kommt so eine KI und man hat schon Filme gesehen, die dann auch noch erweitert wurden durch KI oder die haben irgendwie vergessen, eine Szene zu filmen und das ist aber gar kein Problem. Früher musste man das ganze Set nochmal aufbauen und heute schmeißt einfach eine KI an und die nächsten 3 Sätze, die du vergessen hast zu sagen, die werden jetzt einfach von der KI gesprochen. Das ist einfach krass. Es gibt eine richtig, richtig gute. Der Arthur sagt gerade, kann doch jede Frau für sich selber entscheiden, was sie möchte. Ja, das ist ja das Problem. Die Frauen entscheiden das ja nicht für sich selber. Die kriegen das ja eingetrichtert von diesen ganzen Filmen und von dieser ganzen Entwicklung in der Musikindustrie und diesen ganzen Feminismus und so. Die kriegen das eingetrichtert. Und alle Frauen, die ich kenne, die ein gewisses Alter erreicht haben, wachen dann auf. Wenn es schon fast zu spät ist oder schon zu spät ist, so.
Deswegen, das, was ich hier mache, ist Feminismus. Das ist nicht Anti-Frau. Das ist pro Familie. Und deswegen, ja, das ist die Antwort. Film, der genau um dieses Thema geht. Mir fällt der Name nicht ein, ich werde ihn hier einblenden. Dieser Film ist wirklich richtig gut. Was aber wiederum gut an der KI ist, ich muss nicht selber vom Haus springen, sondern der Stuntman kann es machen und wird einfach mein Gesicht auf sein Gesicht gelegt. Ich habe das Gefühl, dass ich euch in dieses ganze Thema so reingeschmissen habe und sehr viele Punkte angesprochen habe, was aber wiederum gut ist, denn dieses Video soll eher als Allrounder rund um das Thema KI, Film. Schwierig halt mit der KI, so wenn das immer mehr Einzug nimmt, dann geht halt die Seele vom Menschen immer mehr raus aus diesen ganzen Sachen, so aus Kunst, aus Film, aus Musik, und das ist halt eigentlich sehr, sehr wichtig so, weil das macht für mich auch Musik aus. Diese seelenlose Musik, die wir heutzutage haben, wo ich nicht mehr das Gefühl habe, dass da Menschen sind, die für irgendwas stehen, obwohl es wirklich noch echte Menschen sind, aber die machen nur noch Plastikmusik, die gut ankommt und wo es nur noch um Geld geht und nicht mehr darum, wirklich eine Message zu haben, was zu verändern, für irgendwas zu stehen und ja, einen Impact zu haben, so. Wenn das immer mehr rausdividiert wird, dann sind wir halt irgendwann gar nicht mehr menschlich und gar nicht mehr seelisch und gar nicht mehr richtig, ja, keine richtigen Menschen mehr. Symboliken, negativ, positiv, Diversität gehen. Ich glaube, man könnte zu jedem Punkt ein eigenes Video machen, weil es natürlich immer weiter in die Tiefe geht. Aber hier haben wir mal das Rundum-Paket und was ich damit eigentlich nur sagen möchte, ist Folgendes. Ja, da hast du jetzt ziemlich viel rumgeschwurbelt, rechts und links, meine Jutzte. Aber trotzdem gute Themen angesprochen, fühle ich. Irgendwann Kinder habe ich schon für mich beschlossen, ich werde dafür sorgen, dass meine Kinder so wenig Fernsehen, am besten gar kein Fernsehen gucken. Denn ja, genau so. Läuft erstmal Werbung die ganze Zeit, die ganzen Serien, die da tagsüber laufen, wie hier so Bachelor oder so, ist ja noch harmlos, das bisschen Rumgemache da, aber irgendwie Haus der Stars oder diese ganzen Reality-TV-Shows, von denen ich jetzt die Namen nicht weiß. Ab ins echte Leben mit den Kids. So. Mann, wenn du Kinder so von Anfang an mit der Natur spielen lässt und im draußen spielen lässt und so und diese ganzen Sachen, dann wirst du merken, die haben da viel mehr Bock drauf. Wenn halt nur noch alle zu Hause abhängen und Videospiele spielen und deren ganzen Freunde und Freundeskreis und Schuldings hier, wie heißt das, Schulkameraden und so nur am Handy rumsitzen und nicht mehr wirklich im echten Leben, gar nicht mehr wirklich wissen, was sie mit sich anfangen sollen, so, dann ist natürlich klar, dann denkst du, das ist das Geile. Aber wenn du von Anfang an in der Natur groß wirst, mit like-minded people, so, die auch so unterwegs sind, diese Kids werden viel mehr Spaß haben. Irgendwo am See, irgendwo im Dschungel mit Natur, geil, Meer, bla bla bla. Das ist das, was uns Menschen am meisten glücklich macht. Trust me. Weil ich sie nicht gucke. Weiß ich nicht mal, war besoffen. Ich möchte nicht, dass meine Kinder sowas sehen. Wow. Was ich euch auch raten kann, ist Amazon oder Netflix, diese ganzen Abonnements, die man abschließt und dann mal hier 20 Euro im Monat zahlt, mal da 10 Euro im Monat. Das ist im Endeffekt leeres Geld. Klar, man kann sich dafür unfassbar viel angucken, aber das meiste, was dort läuft, sind jetzt keine Klassiker, ist jetzt nichts Tiefgründiges, nichts Weltbewegendes. Es ist eigentlich nur Unterhaltung, Zeit. Unterhaltung. Unten halten, Unterhaltung, unten halten. Fällt euch was auf? Meiner Meinung nach. Und ich kann euch nur raten, das alles zu kündigen. Was ist jetzt aber das Fazit der ganzen Sache und was ist die mögliche Lösung dafür? Ich bin wirklich gespannt. Bewusstes Sein. Welche Serien und Filme heutzutage auf den Markt kommen, gerade für Kinder. Natur, Tiere, Menschsein. So, Dinge im echten Leben tun. Und natürlich kann man als Eltern wahrscheinlich sehr schwierig da den Überblick haben, denn man weiß nicht, was guckt sich das Kind jetzt im Fernsehen an und was guckt sich das Kind auf Netflix oder auf Amazon an oder ist das überhaupt für mein Kind? Ich meine, die können da ja alles anklicken und es ist einfach schwer, da diesen Überblick zu haben als Elternteil. Und ich glaube, uns sollte einfach klar sein, mit welchem Bewusstsein wir an die Sache rangehen. Also da sind wir doch. Klar höre ich auch mal Rap und Assi-Mucke und schaue mir mal einen Scheißfilm an, aber wenn ich weiß, was ich da gerade tue, wenn ich das mit einem Bewusstsein mache, weil ich weiß, was ich meinem Körper antue und weil ich weiß, dass ich das auch nicht an mich ranlasse, dann ist das was ganz anderes, als nicht darüber Bescheid zu wissen, was das alles mit uns anrichten kann. Und da Kinder dies aber noch nicht wissen, ja, wir gerade unsere Kinder davor schützen. Ja. Und damit bin ich schon beim Ende dieses wunderbaren Videos natürlich. Mir ist aufgefallen, dass es nicht nur in der Filmindustrie so gut vor sich geht, sondern natürlich auch Musik. Der Musikindustrie. Und wenn euch dieses Thema auch interessiert, würde ich dazu gerne... Das sind die beiden craziesten Industrien. Mal ein weiteres Video machen. Und ansonsten wünsche ich euch allen einen wunderschönen Netflix-freien Abend. Heute lernst du. Ich küsse deine Zirbeldrüse. War ein gutes Video. Ein Golan. Ein Golan in Tin-Man, Alter. Ja. Eure Gedanken dazu unten in die Kommentare rein. Ich meine, viele von den Sachen wissen wir natürlich schon, haben wir schon mitbekommen und so. Aber war trotzdem interessant, fühle ich. Wir sehen uns im nächsten Video, Freunde. Bis dahin. Peace out. So, was haben wir jetzt hier? Wir müssen hier eine Beziehung retten.